Hallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die und natürlich weiterhin mit Xa und Danu. Hallöchen. Moin. Wir haben ausgequietscht, Es ist auch der ganze Tag vergangen. Und ich auch habe schon Waffenteile kombiniert. unten die paar kaputten Spikes ersetzt und so ein, zwei Teilchen ersetzt, beziehungsweise Ja. repariert. Genau, unten ist Aber alles wieder ganz. so viel war es eigentlich gar nicht. Wir haben eine Tankstelle. Genau. Ja. Die Aber habe wie? ich Ach, die in. hat auch ein Inventar. Ja, Ja, schön. natürlich, die hat ein Inventar. Nicht nur Deko, hat auch eine Funktion. So, habt ihr jetzt Yeah. das Verkaufen auch alles mit? Nö. Achso, du willst zu kaufen auch noch. Weil wir kommen eigentlich nicht wirklich an einem Trader Na gut, vorbei, dann lassen glaube wir ich. das. Wir können doch aber auch an einem Trader vorbei und dann. Klar, oder? Wäre schon sinnvoll, Komm. ich meine, wenn die Ja, Kisten gut, so voll sind. aber wenn wir nur an einem Trader vorbeikommen und Egal, wir zu wir dritt klappern voll alle bin. Trader ab. Wenn du weißt, ob da hinten in der Ecke nochmal einer ist. Ich weiß es nicht, nein, Wir aber es werden es wird doch in jedem rausfinden. Biom einer sein, oder nicht? Jo, praktisch schon, ja, aber den zu finden ist auch wieder so eine Sache. Ja, dann erkunden wir halt ein bisschen. Wir haben doch sonst nichts vor. Na gut. Genau. Also mein Inventar ist jetzt auch mal voll. Ja, schmeiß es ins Ach Moped. so, stimmt. Xan, nimmst du auch was mit, nein, gell? Nein. Irgendwer muss doch noch Platz zum Looten haben. Ach, na toll. Da war ein Basket dabei. Wenn man den dann mit Shift reinlegt, wie alles andere. Ja, gerade die Minibike-Teile darfst du auf keinen Fall mit Shift erlegen, sonst hast du gleich Ja. dein Inventar voll mit Benzin oder dein Inventar aus dem Basket, etc. Das etc. ist mein Punkt, ja. Xa, wollen Ja. wir Koja jetzt einmal mobben? Was los? Und? Nur noch Minibikes. Minibike-Teile, Nein, aber meinst du du? weißt doch, er muss doch noch runterfahren. Ja, ihr wollt doch kein Minibike kaputt machen. Oh nein, sowas Nein. würde uns doch nicht einfallen. Wir machen doch keine Minibikes kaputt. Aber woher wusstest du, was ich meinte? Ah ja. Da fragst du. Ja, das nenne ich mal Das war dummer nonverbale ein Gedanke. Ja, Kommunikation genau. 2.0. Ja, wir haben da noch so eine kleine Rechnung offen, Koja. Die Rechnung ist. Ich habe damit nichts zu tun, noch immer. Ja, Das ist ja unglaublich, natürlich. nur Ja, weil ihr zu dumm ja. seid, über eine Brücke zu gehen. Ja. Aha. Koja, wir warten hier. Wo bleibst du? Hier. Was? Unglaublich. Es tat zwar unten ganz schön weh, aber ist egal, es war es mir wert. So ein Oh Cheater, mit dem rede ich Mann. nicht wieder. Das gibt's doch nicht. Ah. Das war Skill, Aber es war ein Junge, schöner das war Flug, ja? Skill. Es war Das mehr Glück als Verstand, aber ja. nächste Mal muss ich unten als Stoppklotz stehen, sodass er doch noch in die Spikes fliegt. So, steuerst du den ersten Trader direkt an, oder? Ja, kann ich machen. Okay. Versuche ich dir zu folgen. Wo ist denn der Xar? Ich Blau. glaube, Ja. Xa ist Bin blau. jetzt gerade Richtung Norden. Xa ist wie immer blau, oder wie? Bin auf einem Schwein gelandet, als ich hier dann in den Du, Hügel runtergehopst weißt bin. du, Xar fährt blau Moped. Das Ja. bitte nicht nachmachen. Und vor allem ist Xa schon, bevor wir überhaupt dort sind, blau. Ja. Wie übt sich? Oh, war das ein Wow. Bär? Koja, nicht ins Wasser. Nein, sowas will ich nie tun. Wieso sah das? Da. Nicht ins Wasser, Danu. Soll ich auf Bist euch du warten? drin? Ja, warte kurz. So. Nein, ich bin nicht komplett drin. Aber es Okay. reicht offensichtlich. Jo, du musst nicht weit rein. Es reichen eigentlich fast, wenn die Greifen drin stehen. Schön, hat irgendwo Platz im Inventar? Siehst du mal, wie es mir dagegen wenigstens. Nö, keine Ahnung. Ich habe null Platz im Inventar, um genau zu sein. Mach hier mal so meine Rockerkreise um irgendwelche Zombies, die am Boden rumkratzen. Ach komm. Bleib stehen. Rockerkreise. Ja, wie das in so schlechten Rockerfilmen ist, wenn die mit ihren Mopeds ihr Opfer Ach, das muss umkreisen. alles da weg. Ach so. Und das braucht auch keiner. Mach Und. mal.
Ach, da kommt ein Zombie. Ey, ich hab da mal einen Vorschlag. Leg dich hin. Ich hab da einen Vorschlag. Du wirst plötzlich ganz müde. Wie nehme ich das letzte Teil? Weil hier plötzlich so viele Zombies sind. Ach so, so. Keine Ahnung, vielleicht kommt eine Horde. Ah, so, okay. Alles easy. So. Irgendeinen interessanten Loot. Hier, kann ich essen. Jetzt muss ich auch einmal so ein Minibike zusammenbauen. Habe ich eh noch nicht gemacht. Relativ simpel. Gehst in den, also stellst den Rahmen hin, gehst ins Inventar und schmeißt dann ganz alles rein. Also haben wir den ganzen Mist da rein. Muss ich nur noch alle Teile finden irgendwo. Was fehlt? Die, da sind sie. Und jetzt muss ich tanken auch noch, nehme ich an. Richtig. Denn ohne Benzin nichts los. Ja. Ja. Über der Brücke, Xa. Ja. Aber cool, ja, ich war nicht voll im Wasser, ja? War nur die Reifen im Wasser, das reicht für das Ding. Also, hast denselben Scheiß gebaut wie ich. Ja. Mist, und dieses Mal sogar im Video. Ja. Vor allen Dingen, noch viel besser, finde ich, ehrlich gesagt, weil du zuvor, also keine 2 Sekunden zuvor mir gesagt hast, oh ja, nicht ins Wasser fahren. Ja, das war dann, weißt du, ich schaue noch auf dich und mir passiert es dann. Es ist so. Self-fulfilling prophecy. So, ich bin bei Xa, aber kein Xa. Ach, da. Ja. Doch, der war oben auf der Brücke. Oh, Danu läuft wieder auf ihrem Moped. Hier, hast du nur noch ein Tretbike. Hast du den Motor vergessen einzubauen? Ja, genau. Er liegt doch im Wasser. Ein Lauf. Oh. Ja, du, irgendwas musst dich ja zurücklassen. Boah, das ruckelt gerade voll. Ja, so ein bisschen ruckelt es gerade, aber geht noch so. Zudem die Straße ja zum Glück fast schnurgerade ist. Bei mir rennst du auf dem Bike, aber komischerweise seitlich, Koja. Seitlich? Ja, seitlich, ja. Bei der Danu war es auch seitlich. Das nenne ich mal Skill. Bye. Oh. Dann weiß ich ja, wie ich bei Koja ausschaue. Koja schaut bei mir so aus. Sag mal, das sind ganz schön viele Zombies. Ja, das ist so ein Dorf, das ist normal. Das sind eigentlich immer relativ viele Zombies. Aber wir sollten hier mal die Straße ein bisschen aufräumen. Da stehen zu viele Autos. Hast du etwa das Auto mitgenommen, Koja? Nein, nur würde ich nicht. Nein, gar nicht. Ich bin gerade an dir vorbeigefahren, Koja, gell? Ja, ich bin jetzt auch gleich an dir vorbeigefahren. So. Das ist ein Trader. Ja, warum fährst du am Trader vorbei? Ich hab's geschafft. Nur nicht in der Tür parken, das empfehle ich euch. Nö, parken wir gleich da, fertig. Hier waren wir noch gar nicht, also ich noch nicht. Nee, also ich war hier beim letzten Mal. Oh, hier liegen sogar noch Schlafsäcke unten drin. Oh, hallo, schau ich Trader. Mal hier oben, hier war ich nämlich letztes Mal. Noch nicht. Toll, der will jetzt schon keine Helme. Super. Was steht denn oben als Reset-Zeit dran? 1 Stunde 5 Minuten. Okay, aber eigentlich müsste ja dann schon resettet sein. Also einmal resettet sein. Dann müsste es theoretischer nehmen. Ja, er wollte von vornherein keine Miners-Helme. Aber seine Basis schaut cool aus. Ja, gefällt mir. Gerade diese kleine Sniper-Türmchen hier an den Bäumen entlang. Ja, schaut generell schön aus. Oh, da gibt's Kaffee. Aber brauchen wir nicht. Nö. Ah, und hier geht's auch rein. Das ist ja cool. Peter Joels. Full no money back Garantie. Okay. Full no money back? Ja! Hat da draußen ein Schild stehen. Der Trader Joel. Boah, der ist sehr, sehr wählerisch, ne? Also, da geht nicht viel. Ganzen Wenn Helm du fertig bist, dann sag's. Bin fertig. Also okay. Erstmal zumindest. Kann ich mir jetzt die Basis so lang anschauen. Genau. Und was ich wohl gehört habe in den Kommentaren, man muss wohl immer die Türen zumachen, wenn man den Händler verlässt. Weil? Weil irgendwie sonst Zombies reinkämen und dann eventuell dieser Bug da entsteht mit dem, dass man nicht mehr reinkommt, wie wir es hatten. Okay. Also ich habe eigentlich die Tür immer zugemacht. Ich beziehungsweise auch. Nachts geht die automatisch zu. Also, achso, dann sobald ich halt, da jetzt. Ja, also ein paar Sachen hat er bei mir auch nicht genommen. Ein paar Helme, ja, ein paar Pistolen. Die Helme, ich habe ein Moped hier voll mit dem Zeug, was er nicht nimmt. So, jetzt schauen wir uns mal die Basis an. Wo hast du denn das Hintern? Achso, hast du geschaut, was er verkauft? Moped.
Nee, nee, das mache ich jetzt gleich. Okay. Keine Sorge. Boah, die Basis. Basis ist jetzt nicht ja, so doll. Eher klein, aber nicht gemacht. Gerade jetzt mit diesen kleinen Aussichtstürmchen an den Bäumen. Genau. Okay, die muss ich nochmal angucken. Die habe ich jetzt nicht wahrgenommen. So, ich gebe da meine Delle auch noch dazu. Ja, jetzt habe ich nur noch die Coins, die passen da nicht mehr rein. Ja, ich schaue gleich mal, was ich kaufen kann, ob ich noch Coins brauche von euch, aber ich denke mal nicht. Eigentlich sind die Sachen nicht so teuer. Ja. Also am meisten kommst du eher mit 40.000 von daher. Ja, also im Normalfall kommst du eher immer mit Geld zurück, anstatt Geld da zu lassen. Ja. Hm? So, und dann schauen wir mal, was er hat. Also, ja, ja, ja. Erzähl was. Wir sehen das nicht, Koja. Nichts bisher. Okay. Minibikes sehen. Nix, nix, nix. Beim. Wo finde ich denn das Bauzeug? Bei dem Sofa-Symbol oben. Tasting and Brewing, also Braubuch, braucht man nicht noch eins, oder? Nein, hab ich ja. Ja, okay. Airfilter Landmine, okay. Pops sein, open. Brauchen wir nicht, oder? Nö. Ach komm, ich baue das mal, ich will das mal sehen. Ach, weißt du was, während Koja da schaut, schaue ich noch Nitrat. Doch, das hier glaube ich nicht sehen. Ein paar Steine wird schon geben. Achso, solche Steine, ja, das geht natürlich. Wasserhahn brauchen wir noch irgendwas, irgendwas in der Richtung? Ne? So, auf einen oder was? Haben wir, glaube ich, sogar noch welche. Achso, okay. Meine ich, aber kannst du ja schon mal einen kaufen auf Vorrat. Ja, damit, genau. Früher oder später kann man die eh mal brauchen. Vielleicht hau ich wieder mit der Faust drauf oder so. Aufs Lagerfeuer. Würdest du nie tun. Nein, überhaupt nicht. Niemals. So, ansonsten, so wirklich berauschend. Ja, gut, einen Crossbow nehme ich mal mit, in der Tat. 600 oder was? 521er, ein bisschen besser als das, was ich baue derzeit. Ja. Also theoretisch kannst du ihn unten an der Workbench auch gleich zusammenbasteln. Okay, ist da eine? Oh. Ja, unten, hier bei mir. Ah, sie hat hier jetzt die Bäumchenplattform, ja. Genau, ja. Also cool, ich habe schon 50 Nitrat, ja? Das ist in der Tat ganz schön gemacht, ja. So, ah ja, hier ist er. Mhm. Genau. Direkt unter dem Trader. Dann machen wir das gerade. Und hup. Kennst du jetzt noch einen Trader dort in die Richtung? Nein, gell? Weil jetzt sind wir ja eigentlich eh schon in die Richtung unterwegs, wo wir hinwollen. Oder kennst du da noch einen Xa? Also jetzt den Stand da genau kenne ich, nö. Ich weiß noch nicht mal, ob da oben überhaupt noch einer kommt. Okay. Holen wollte auch keiner, okay. Mhm. Oh, wegen mir kommen wir weiter. Ja, ist okay. Oh, okay, der ist schon zu nah dran am Trader, okay. Moment, ich komme. Ja, es gibt ja noch. In welches Biom gehen wir denn jetzt? Wir gehen in das Steppengebiet. Ja, das muss doch ein Drahttor sein. Müssen wir mal gucken. Biopraktisch ja, aber wie gesagt, genau weiß ich das jetzt nicht. Wir fahren da mal ein bisschen durch die Gegend. Genau. Übrigens 100 Nitrat habe ich schon, Koja. Sehr schön, sehr schön. Müssen wir mal in der Steppe gucken, gleich haben wir ja Glück und da liegt was rum. Mhm. Du hast da jemanden überfahren! Raudi! Der steht schon wieder, keine Sorge. Ach so, dann ist alles gut. Hat nur ein Bein verloren. War ein Stehaufmandel. Ja, nein, ja, er hat beide Beine gehabt. Und dann war es ein Arm. Auch da waren noch beide so dran. Genau. Ja, lieber. Ich dachte, er wäre weggeflogen. Nein. Lieber Arm dran als Arm ab. Bin übrigens immer noch für Squad. Bleibt einfach vor mir stehen. Also, wenn das ein Mehrsitzer wäre, wäre ich da auch für. Hüt! Oh, ich glaube, wir machen Schaden an uns. Ist immer noch ja, PvP an, Tano? Natürlich. Oh, dann hätte ich jetzt Xar nicht umfahren sollen. Du hast aber an mir keinen Schaden gemacht. Oh, ja, wahrscheinlich an deinem Moped. Stopp, anhalten. Zurück, zurück. Was ist los? Ende von der Karte. Das ist Ende der Map. Haben wir uns verirrt?
Nein, ich habe nur gedacht, wir müssen noch eine Kreuzung weiter, aber wir müssen an der Kreuzung, die da eben war, abbiegen. Die Ruckeldanu. Was heißt die Ruckeldanu? Du ruckelst bei mir total. Überhaupt nicht. Top. Jetzt drum. Du zuckelst ein bisschen. Klopschen. Ja. Ja, doch, das sollte passen. Okay. Da geht's schön runter. Haben wir eigentlich überhaupt im Let's Play schon gesagt, wo wir hinfahren wollen? Nein. Ich glaube, das haben wir nur im Offscreen gesagt, ne? Glaube nicht. Wir haben das dir überlassen und du machst das immer noch nicht, ja. Da spielt der oft FC Zombie Mania gegen Niveau. Gegen keine Ahnung. Aber jetzt fahren wir erstmal durch die Stadt. Juhu. Wollen wir die ein bisschen plündern oder erstmal egal? Wir können die auch ein bisschen plündern, dann haben wir beim nächsten Händler noch ein bisschen mehr. Ja, also dann würde ich nur die wichtigsten Punkte abgrasen. Die wären hier hinten. Ja. Das wären jetzt hier die Gas Station. Im Prinzip die ganze Straße entlang. Also da gibt es eigentlich die ganze Straße lang sind eigentlich Shops und Zeug, wo eigentlich brauchen gut wir noch gut. Irgendwas? So spontan. Nee, das war klar. Haben wir noch irgendeinen Blumen? Ach ja, den Erdbohrer. Den Erdbohrer, genau, ein Orga. Aber sonst. Stimmt, ja. Da brauchen wir die Teile, oder? Haben wir den schon gelernt? Oh, ist das laut wieder. Kann ich erst nachschauen, wenn ich wieder stehe. Gelernt sicherlich, aber uns fehlen noch Teile. Fehle. Also man sollte vielleicht in den Werkzeugshop schauen. Und für die Nailgun, da bräuchte ich auch noch Teile für die zweite. Also Werkzeugshop plündern gehen. Wo ist der? Der war. Der müsste ziemlich am Ende, glaube ich, sein. Hier ist ein. Ich glaube, das mal, ist er hier Cracker oben. Book. Ja, ich bin glaub bei. Nee, ah, Cracker ja. Shotgun ist hier. Nee, ich bin beim Shotgun ist hier. Aber ja, egal. Aber der schadet dir auch nicht. Ja. Ich komme mit. Nee, ja, du kannst auch nach dem Werkzeug schauen. Können wir uns auch aufteilen. Der Doktor? Was hier? Hier nichts los ist in der Stadt, wundert mich. Wir spawnen meistens ein bisschen später. Wir sind zu schnell gefahren, da kam das Spiel nicht hinterher. Oh, ich zerlege mal einen Saloon. Und so was? Eine Saufstelle. Nimmst den Saloon auseinander, so richtig schön in Western-Manier. Natürlich. So richtig schön wie Bud Spencer und Terence Hill früher. Da ja, war gleich nur so. Und da waren irgendwelche Zombies da raus. Ja, in Halt zu Konflikt. Tobe ich mich am ganzen Eve aus. Die Vorstellung ist gerade schön. Weißt du, da fliegen die Zombies durch die Scheiben raus. Oh Mann. Hat sich voll gelohnt. So, ein kleiner Waffenladen. Ja, die Lädchen hinten sind nicht so groß. Aber einen Werkzeugshop habe ich noch nicht gefunden, Koja. Ich habe nur einen Arzt gefunden, einen Bookshop. Ich meine, der wäre ganz am Ende der Straße, wenn ich das noch halbwegs richtig in Erinnerung habe. Ein Wohnhaus hier, das lohnt sich nicht. Tja. Achso, da geht's noch hoch beim Shotgun-Visier. Ja. Auch nichts mehr. Aber oben ist, glaube ich, noch eine Wohnung. Ja, ich schätze auch. Oh, da geht's ja auch noch rum. Aber es dürften da auf jeden Fall auch ein paar Bücherregale und sowas rumstehen. Die sind ja doch immer wieder mal lohnenswert. Leider nur eins. Oh, das Bett, um das hat sich schon lange keiner mehr kümmert. Na gut, was? Wie die Toilette ausschaut, lassen wir mal dahingestellt. Okay. Das ist doch eigentlich Koyas. Nein. Oh, wo kommst denn du her? Überraschungs-Tavi. Nee. Ja. Raus vom Walde. Da komme ich her. Achso, warte mal, ich hab doch.
Hat keiner gesehen. Was dann? Nix. Nix, nix. Warte mal, kommt hier. Jetzt aber. Hab ich schon Scrap Metal? Ja. Jo, das hat man doch eigentlich immer. Dann machen wir es ordentlich. Wo sind denn die Hören, du? Ich sehe es aber nicht. Ich bin oben auf dem Dach vom Shotgun. Nein, die Zombies da. Wahrscheinlich irgendwo unten an der Mauer oder so, also außen. Ja, der Hund ist hochgekommen. Der hat mich da gerade etwas überrascht. Die kommen gerne mal hoch. Ja, der hat einmal Hallo sagen wollen. Bessere Wegfindung als die Zombies. Falsch. Wahrscheinlich, weil es niedriger sind, also eins kleiner sind. Ach, die lasse ich jetzt. Wäre auch möglich. So, und auf der anderen Straßenseite. Da ist doch der Werkzeugladen, genau gegenüber vom Shotgun mit hier. Oh, nicht da vorne habe ich nicht mehr geschaut gehabt, oder warst du? Ich suche da weiter hinten, weißt du? Hunting Knife Book habe ich. Das kannst du eigentlich, Koja, oder? Hunting Knife kann ich, ja. Du bist ja waffentechnisch ja eh schon auf Maximum, oder? Dann können wir die eigentlich jetzt einlesen. Ja, macht ruhig, ich weiß nicht. Entweder bin ich kurz vor Maximum oder Maximum. Ja, ist wieder ein Platz frei quasi. So, nix mit Bohrer. Hast du dein Dings hast du auf Maximum aber auch, oder? Dein Armor? Armor war Maximum, ja. Haben wir was zum Abbauen? Da steht nämlich eine Dingsbums, eine no? Chemistry Workbench. Station. Oh, und hier steht eine Workbench. Ich habe leider keine Range dabei. Ne, noch keine gefunden. Hat keiner eine Range dabei? Nein. Super. Aber, vielleicht findest du sicher eine im Waffenladen oder irgendwo so. Nee, ich war gerade durch den Werkzeugladen durch und hier steht jetzt auch eine Working Bench, aber keine. Super. Keine French. Das nennt sich Vorbereitung. Ach, nö, ja, weißt du, wir haben doch von allem genug. Also, Working Bench zumindest haben wir genug. Chemistry haben wir auch genug. Ja, doch, wir haben doch zwei. Oder drei sogar. Man verdrückt sich und erledigt den Zombie mit einem Schaufelschlag. Oh, ich habe eine Range gefunden. Okay. Ich wieder das Happel an hier. So. Ja, nehmen wir mal schön die Stadt auseinander. Aber hier waren wir schon im ersten Let's Play, ne? Ich glaube, die hat man schon mal auseinandergenommen. Bin ich irgendwie noch so. Ja, ich meine, hier waren wir schon mal, ja. So, das kann auch weg. Ganz ehrlich, das kann auch weg. So. So, jetzt muss ich mal zum Moped. Schauen wir mal. Geht's denn da lang? Aus. Oh, okay, die zwei Mopeds sind so gut wie voll, okay. Was? Das ist schlecht. Mhm. Ja, das sind doch die man vom Trader noch haben. Okay, ich seh's. Bin auch voll. Also ich bin noch relativ, also zumindest mein Minibike ist leer, ich komme gleich zu euch. Okay. Ja, vielleicht sollten wir einfach die Sachen reinlegen, die stacken. Ja. Sofern ihr was habt, die stacken, ja. Warte Dass wir mal. Das übereinander stecken können. Ich habe da jetzt mal so das Ob rein, okay. Was stacken könnte. Sekunde, Fertilizer noch, so. Oh, Bottled Water trinke ich gerade. Ja. Okay. Gut, dann schaue ich mal. Hier ist mein Minibike, falls ihr noch was loswerden wollt. Wo da? Den kann man essen. Ach, ich wollte doch noch, Moment. Gleich wieder da. Musst du mal da aufs stille Örtchen. Vergiss nicht immer.
Wollen wir die den Workbench-Dings da jetzt noch mitnehmen, oder? Also wir brauchen sie jetzt zwar nicht zwingend, aber ich meine, man kann sie ja einpacken. Ja, dann Werkzeugladen hinten durch. Da hinten hast du gesagt, da. Ja. So, nochmal. Unten oben? Achso, durch. Unten und hinten durch, rechts. Ach da, ja. So. Ist eingepackt. Dann hole ich aber jetzt den Chemistry Tisch auch. Wenn schon, den schon, oder? Achso, ich dachte, den hättest du schon eingesackt. Ja, nee, ich habe den erst nachher gefunden. So, was haben wir da drüben noch für ein Open Schild? Ja, Zombie. Hallo Zombie. Der Buchladen. So, schauen wir mal rein. Die macht irgendwie merkwürdige Verrenkungen. Sind noch mehr Besuch. Das ist aber eine kleine Bücherei. Sonderlich gelesen waren die Leute hier nicht. Gibt auch nur Altpapier da drin. Mhm. Ja gut, Altpapier braucht für irgendeine Muni, oder? Nö, nicht wirklich. Also theoretisch ja, aber praktisch schießen wir ja nicht mit den Schrotzen. So, beides eingepackt. Nee. Also eigentlich ist das Papier eher zum Verbrennen. Ja. So, ist da noch was Interessantes? Ich glaube, wir können weiter. Wir müssen ja zum Stadion. Sonst beginnt das Spiel ohne uns. Das geht aber gar nicht. Es sind schon ein paar Tore gefallen und wir kommen da an. Erst, weißt du, da führen die Zombies schon oder so. Oh Mann. Ich schmeiße in mein Minibike mal ein paar Blueprints. Die könnt ihr euch zu Gemüte führen, wer sie haben mag. Hier an dem hier, wo ich dran stehe. Also glaub den Auge und das Medikit, das wird auch nur wegen Science. Ja. Ja. Ansonsten. Ja, dann nehme ich halt das Armor-Zeug. Genau. Das habe ich ja schon mal angefangen. Da kommt ein Kopf hinter dir, wenn du dich beeilst, wär's toll. Ja, mache ich. Ja, ich unbedingt kümmere ich mich. Weg. Also warte, dreh dich gerade ab. Achso, ich wollte mich nicht draufsetzen. Der ist ums Eck gegangen. Der ist in den Laden nicht rein. In den Laden rein? Ach, geht er noch shoppen? Ja. So. Jetzt ist er weg. Ist er dort? Der ist er. Oh ja, war gut. Gut, dann Gammelbrötchen. Tun wir weiter. Shotgun Shells. Also naja, was heißt gut? Wir brauchen sie nicht, aber ist okay. So. Zumindest verkaufen. Moment, dann gehe ich nochmal an dein Moped. Schau, dich verabschieden uns da schon schön mit Goodbye. Warte mal, Danu, du hattest doch die stackbaren Sachen drin. Geh nochmal. Bitteschön. Genau, so. Dann bitte. Brumm, brumm. Und wo lang müssen wir wieder raus aus der Stadt, oder wie? Wir müssen jetzt Richtung Osten. Okay. Doch, Osten. Ja, Richtung Nosten. Osten. Süd-Südwost. Müsste doch jede Straße sogar sein, oder? Oder nach Nord-Südwurst oder so. Südwurst. Oh, jetzt Keule. Wollen wir die einpacken? Nö, brauchen wir nicht. Wir haben über 1000. Na gut. Die kriegen wir ja bei uns auch recht gut. Für Nitrat wäre er stehen bleiben, aber für Kohle. Ich bremse auch für Keule. Ja, ja, Koja bremst für Autos. Nee, Autos bremsen Koja. Nee, die stoppen Koja. Die bremsen nicht nur. Ganz kleine Wortpositionsänderungen und schon kommt ein ganz anderer Sinn. Mhm. Ah. Ja. Ach, hier ist aber schön. Nicht. Oh, und dann sind wir auch schon. Was? Echt? Also zumindest bei dem. Wobei, ne, das ist ein normales Gebäude, glaube ich. Was ist denn das? Kein Stadion. Nee, es ist kein Stadion. Das ist. Ah, die Police Station. Da sollte man reinschauen, oder? Da sollte man reinschauen. Ja. Das machen wir in der nächsten Folge. Ne?
Ist schon wieder soweit. Ist schon wieder soweit. Ziemlich pünktlich sogar. Oh Mann. Genau, ausnahmsweise. Also Polizeistation, nächste Folge, dann geht's weiter zum Stadion. Das mischen wir auf. Ja, wir sind die Hooligans eigentlich. Beziehungsweise da hinten sieht man uns doch schon. Nordost. Ja. Aber wie gesagt, dass wir Hooligans sind, sieht man uns nicht an. Weißt du, mit dem Vorschlaghammer. Okay. Geh weg mit dem Vorschlaghammer, du haust doch noch drauf. Also bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Ciao.